hier ist Alexandra von Pinselschere und Co. aus Hamburg. Am 1. des Monats gibt es auf diesem Kanal immer die Geburtstagspost des letzten Monats, und zwar die Geburtstagskarten, die die Teammädels oder die Mädels aus meinem Team bekommen haben, die im August Geburtstag hatten. Ja, im August. Es sind ein paar mehr. Ich habe auch gleich ein paar mehr gebastelt, aber ja, so. Der August ist sehr geburtstagslastig bei uns im Team. Und das ist die Karte, die ich dafür gebastelt und entworfen habe. Und die basteln wir heute auch zusammen durch. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich da angekommen bin, wo ich hin wollte. Ursprünglich war es nämlich so in dieser Art geplant, die Karte. Ja, das war so mein erster Prototyp. Eigentlich wollte ich so ganz hier unten. Und ja, das war so der erste Prototyp. Dann ist das da draus geworden, sehr schlicht. Dann habe ich gedacht, komm, den Hintergrund kriegen wir auch noch geprägt. Und dann bin ich so ein bisschen eskaliert, ne? Und das ist dann jetzt die Karte, wie sie fertig ist. Man kann sie übrigens auch als Trauerkarte abwandeln. Ne, das wäre jetzt nochmal eine Idee für eine Trauerkarte, ein bisschen schlichter, indem man einfach das Motiv anders embosst. Das Stempelset kennt ihr aus dem Hauptkatalog. Moment, ich lege die mal eben beiseite. Ich habe nämlich heute ein paar mehr Videos zu drehen. Und zwar ist das Shaded Summer. Das findet ihr im Hauptkatalog, das Stempelset. Die Motive sind sehr schön. Es ist englischsprachig, aber trotzdem, die Motive finde ich wirklich sehr schön. Damit kann man wirklich auch einiges anfangen. Ich habe schon ganz tolle Ideen auch im Vergleich oder im Zusammenhang mit den Watercolor Shapes gesehen. Und jetzt während der Celebration, und ich hoffe, dass es das noch gibt, weil dieses Stanzform-Set ist als Prämie je 120 Euro während der Celebration im August und September einlösbar. Es ist aber nur so lange verfügbar, wie die Vorräte reichen. Also es wird nicht restockt. Also das, wenn sie ausverkauft sind, sind sie ausverkauft. Und ich hoffe, sie sind aktuell noch verfügbar. Wenn nicht, seht es als eine Idee, wenn ihr euch diese Prämie eingelöst habt. Ich habe ja vorab schon darauf hingewiesen, dass die nicht bis zum Ende verfügbar sein könnte. Und zwar findet ihr die in der Celebration-Broschüre jetzt für August und September auf Seite 13. Je 120 Euro Bestellwert könnt ihr euch die Stanzform einlösen. Und dann passen sie halt auch sehr gut mit dem Stempelset zusammen. Natürlich nur, wenn ihr das Stempelset habt, ne? Ansonsten macht es relativ wenig Sinn. Aber ich finde es eine sinnvolle und eine schöne Ergänzung. Und wie ich die Karte gebastelt habe, das zeige ich euch heute. Wir haben als Basis Farbkarton in Savanne. Und ich muss mal eben gucken, ich habe nämlich meine Anleitung. Entweder habe ich sie mir nicht aufgeschrieben oder sie ist im anderen Notizbuch, die Maße. Deswegen messen wir jetzt einfach nochmal nach, bevor ich euch was Falsches erzähle. 28 cm mal 10,5 cm gefaltet bei 14 cm. Dann habe ich einen Aufleger. Ich habe das ja sehr monochrom gehalten. Einmal ganz kurz gucken, dass ich den richtigen erwische. Das wird das Geprägte. Also ich habe einen Aufleger in 9,5 cm mal 13 cm. Den nehmen wir zum Stempeln. Und dann als nochmal Aufleger 9,2 mal 12,7. Und das ist das Teilchen, was wir prägen. Und auch dazu habe ich mir eine Prägeform aus dem Herbst-Winter-Katalog genommen, und zwar die Vintage-Druckschrift. Und jetzt muss ich eine ganz kurze Pause machen, weil DHL kommt. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ja, es ist so kurz vorm Urlaub. Die Vintage-Druckschrift findet ihr im Saisonkatalog für Herbst und Winter. Und als ich sie dann geprägt habe, habe ich gedacht, oh Gott, sie sieht ja doch ein bisschen winterlich aus, aber da sehen wir drüber hinweg. Wir sind mitten im August, aber bei Vintage-Druckschrift, ja, ich weiß nicht. Es ist Vintage-Druckschrift, komm, es ist Vintage-Druckschrift. Das ist eine 3D-Prägeform. Ihr könnt auch jede andere Prägeform nehmen, überhaupt kein Thema. Mauerwerk würde sich zum Beispiel gut eignen. Das heißt, wir brauchen die Grundplatte und die graue Spezialplatte. Unsere Prägeform, das Papier da rein, damit ich nämlich hier nicht mit meinen Papieren durcheinander komme. Machen wir das gleich mal fix. Die Stanzmaschine stelle ich noch mal kurz weg. Und dann kleben wir das einmal schon übereinander. Dann haben wir nämlich die beiden schon zusammengefügt, wie es sich gehört. So, wir haben ganz minimal Rand.
Okay, so rum gehört es. Und dann klebe ich mir das schon einmal mit Dimensionals auf. Richtig rum. Und jetzt kümmern wir uns ein bisschen um die Dekoration. Und für die Dekoration habe ich ein bisschen was geprägt, ein bisschen was gestempelt. Das ist Farbkarton in Grundweiß. Und da nehme ich mir dieses große Blütenmotiv aus dem Stempelset. Und stempel mir das einmal Ton in Ton in Savanne. Ich hoffe, mein Savanne-Stempelkissen ist jetzt nicht zu nass durch die Wärme. Einmal auf. Ja. Ist nicht zu nass. Ich glaube, ich habe das alte erwischt. Ich habe nämlich zwei in meinem Stempelregal. Aber das ist okay so. Wir können ja das andere nochmal holen, damit ihr den Unterschied seht. Ein zweites, ein neueres. Und das wird ein bisschen kräftiger in der Farbe sein. Das Thema hatten wir neulich ja auch schon mal. Da seht ihr den Unterschied, ne? Das ist ein bisschen, das andere Stempelkissen müsste mal nachgefüllt werden. Ja, der Trend geht zum zweiten Stempelkissen. Nein, Quatsch, ich hatte, als ich noch Workshops gegeben habe, habe ich solche Stempelkissen auch gerne mal doppelt gehabt. Okay, da seht ihr den Unterschied. Ich denke, wir werden das gleich nochmal ausstanzen. Das trocknet auch noch ein bisschen weg, dann sieht es so aus wie hier. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen mehr. Ich habe jetzt hier noch zwei kleine Quadrate. Und zwar ist das Farbkarton Grundweiß für unser Etikett geschnitten auf 5,5 x 5,5 und dann aus dem Kraftpapier 5,2 x 5,2. Das Kraftpapier findet ihr auch im Herbst-Winter-Katalog. Das ist in diesen 6,6. Also hier haben wir es damals, als ich das Unboxing gemacht habe, einmal getestet. Wundert euch nicht, dass es so ankommt. Es ist durch diese Rezeptur des Papiers, ich denke, da ist noch irgendwie ein Bindemittel mit drin, ne? Ist es ein bisschen gewellert. Das ist ein bisschen störrisch, tut dem aber keinen Abbruch. Ich finde es gerade in dieser Rustikalität besonders schön. Also es ist sehr rustikal und dadurch mag ich es besonders gerne. Ich hätte das auch gerne in 12x12 gehabt, aber so what, so ist es jetzt nun mal. Und da habe ich mir dieses kleine Stück ausgeschnitten. Das müssen wir jetzt, das werde ich jetzt prägen, heiß prägen. Und das müssen wir jetzt nicht mit dem Embossing Buddy bearbeiten, weil das, was wir da prägen, das Muster, ist eh ein bisschen unruhig. Und zwar habe ich Stacked Stone, also diese Mauer, mir genommen als Hintergrundstempel. Ist jetzt ein bisschen Perlen vor die Säue werfen, den großen Stempel für das kleine Quadrat. Aber ich habe ja, wie gesagt, mehrere Karten gebastelt und da machte das dann durchaus Sinn. Ich lege mir mein Quadrat hier rein, das kann da irgendwo in die Mitte rein. Dann brauche ich mein Versamark-Stempelkissen. So sieht das aus. Und gehe da einfach mal so ein bisschen über den Stempel rüber. Stempeln lässt sich auf dem Kraftpapier richtig, richtig gut. Das funktioniert richtig gut. Das saugt euch fast ein bisschen viel von der Versamark-Tinte weg. Deswegen lasst es ein bisschen drauf, dass die Tinte in das Papier sacken kann. Ich nehme mir derweil schon mal das klare Embossing-Pulver. Ups. Die Embossing-Pulver kommen ja im Dreierpack, entweder in den Metallfarben Gold, Silber, Bronze oder in den Basics Schwarz, Weiß und Klar. Und hier habe ich quasi mit den Basics gearbeitet. Das Geheimnis der Dosen hier oben unterm I. So, ich nehme jetzt mal hier mein Papier raus. Auch eine Pinzette, damit ich das möglichst bündig greifen kann und gebe mir da mein klares Embossing-Pulver, nicht das weiße, sondern das klare drauf und schmelze mir das jetzt einmal mit dem Erhitzungsgerät ein. Und das ergibt gerade auf dem Kraftpapier einen so, so schönen Effekt. Es rollert sich jetzt glatt noch ein bisschen mehr. Deswegen haben wir die Basis ja auch in dem extra starken Farbkarton. Und da ich mein Embossing-Gerät gerade hier draußen stehen habe, kümmern wir uns auch gleich noch um den Text.
Da habe ich ja ein Stück von dem schwarzen Farbkarton und der ist jetzt auf 1 Zentimeter geschnitten in der Höhe. Und in der Länge schneiden wir ihn uns gleich zurück. Jetzt gehe ich allerdings mit dem Antistatik-Superhelden drüber. Schaut mal hier oben unterm I. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, welchen Text ich davon verwendet habe. Doch, es ist dieses Stempelset. Weil in dem Gedanken und Grüße und in der Grußfamilie ist dieses herzlichen Glückwunsch in der gleichen Typografie drin. Einmal ist es ein bisschen kleiner, einmal ist es ein bisschen größer. Und ich habe jetzt diesmal mit der Grußfamilie, mit dem etwas kleineren gearbeitet. Ich habe das herzlichen Glückwunsch auch ganz bewusst in diesem nur herzlichen Glückwunsch und nicht zum Geburtstag genommen, weil ich gleich ein paar Karten mehr gebastelt habe für andere Glückwünsche, wenn wir beim Stamptainment Verlosungen haben oder irgendwie sowas, dass ich einfach ein bisschen was auf Vorrat habe, wenn ich mal nicht zum Basteln komme. Ich hoffe, dass wir es gerade drauf kriegen. Ja, wunderbar. Das klappt doch heute. Und da nehme ich mir das weiße Embossing-Pulver. Wenn ihr einen weißen, einen schönen, klaren Abdruck auf dunklem Farbkarton haben möchtet, empfehle ich euch, das immer mit Weiß zu embossen und nicht die Krafttinte zu nehmen. Erstens ist die Krafttinte, die braucht sehr lange zum Trocknen und sie ist nicht so schön klar und intensiv auf dunklem Farbkarton. Das kommt jetzt gleich, wenn ich es eingeschmolzen habe, wirklich schön rüber. Das lasse ich einen Moment abkühlen, nicht gleich drüber wischen, weil sonst verwischt ihr noch das eingeschmolzene Pulver. Das braucht einen Moment zum Abkühlen, bevor ich diese Pulverschicht darunter nehme. Wir können uns derweil aber schon mal mit unseren anderen Teilchen hier beschäftigen. Ich klebe mir als erstes mal dieses Quadrat hier auf. So. Der Bildausschnitt ist wenigstens aufgeräumt. Dadurch, dass ihr die Basis in dem extra starken Farbkarton in Grundweiß dahinter setzt, verschwindet auch dieses Wellerige. Zumindest weitgehend. Also ich würde euch immer einen starken Farbkarton dahinter empfehlen, damit dieses Wellerige weitestgehend verschwindet, weil durch das Embossen wird das natürlich noch ein bisschen verstärkt. Dann stanzen wir uns unsere Blüte aus und ihr seht, sie ist tatsächlich ein bisschen abgemildert, aber wir werden diese nehmen. Dazu nehmen wir die Stanzform. Wie gesagt, die könnt ihr nicht käuflich erwerben, die könnt ihr euch nur als Prämie einlösen. Und auch diese Blüten als Singleblüten sind traumhaft schön. Ich hatte ja vorhin euch eine Karte gezeigt, wo ich sie verwendet habe. Diese drei Stanzformen hier, die sind natürlich auf das Stempelset abgestimmt. Aber wenn ihr es euch gratis einlöst, frisst das ja auch kein Geld, wenn ihr das Stempelset dazu nicht habt. Ich nehme mir die Stanzmaschine. Und diesmal den Stanzaufbau, die Grundplatte, die Auflegeplatte, eine Acrylplatte, meine Stanzplatte und dann eine Acrylplatte noch zum Abdecken. Ich werde mir aber erstmal das hier positionieren und fixieren, weil ich keine magnetische Platte unterliegen habe. Da nehme ich mir einfach ein bisschen von meinem Post-it-Klebeband. Link ist in der Infobox. Das habe ich hier mal an meiner Maschine kleben, bis es so gar nicht mehr klebt. Wir müssen ja nicht anfangen, hier rumzuasen. Kostet alles Geld. Und dann ziehe ich mir das einmal durch. Die Stanzmaschine kann weg. Halt erst noch meine Post-its. Auf dem Weg habe ich mir auch gleich noch den Leinenfaden mitgebracht. Huch, hier war ich. Da war das Sandwich nicht richtig aufgebaut. Das war jetzt ein Beitrag aus der Kategorie, wie man es nicht macht. Natürlich immer darauf achten, dass der Sandwich-Unterbau auch da ist beim Stanzen, weil sonst habt ihr natürlich nicht den richtigen Druck. Okay, wir bauen zusammen. Das heißt, wir können jetzt hier auch, ich habe jetzt sehr trockene Hände, aber ihr kriegt diese Staubschicht gut mit dem Hautfett, was ihr so an der Haut habt, mit der Feuchtigkeit auf der Haut ganz gut abgewischt. Dann schräge ich mir das ein bisschen an. Klebe es mir auf.
dass es auch ein bisschen übersteht. Und was ich halt auch gerne mache, ist, dass ich es hier an dieser Seite einfach umschlage. Dann habt ihr hier so einen schöneren Abschluss. Von hinten fixieren, weil wir kleben es eh mit Dimensionals auf. Und dann kann man das auch gut einmal da rumlegen und dann hat man da einen schöneren Abschluss. Und das sind so diese Kleinigkeiten, ne? Die es dann nachher ausmachen. So könntet ihr auch Dankekarten gestalten. Das ist überhaupt kein Thema. So, die Blüte setze ich jetzt hier ein bisschen mit unter. Ich kürze mir die ein bisschen ein. So. Und mit dem Leinenfaden und meinem Bindegerät binde ich da einfach eine Doppelschleife. Das heißt, ich schlinge es zweimal drum und binde dann die Schleife. Das kriege ich aus der hohlen Hand schlecht so gebunden. Aber der Leinenfaden passt jetzt hier natürlich auch gut zu dem Stil, ne? Ich setze mir mal sicherheitshalber einen Doppelknoten rein. Da muss ich mir meine Schere gleich erstmal sauber machen. Da ist ein bisschen Klebemittel dran. Klebepunkt und dann sind wir schon fertig. Ihr könntet jetzt die Blüte auch noch ein bisschen beglitzern mit Wink of Stella, wenn ihr das möchtet. Ich lasse das jetzt wirklich mal so pur, weil ich das auch wirklich so ein bisschen puristisch haben wollte. Wir haben ja schon embossed. Wir haben unser Schleifchen, das nicht so ganz will, wie ich das gerne hätte. So. Und damit ist die Karte fertig. Und das ist meine Geburtstagskartenidee für diesen Monat. Wie gesagt, ich hatte ja auch noch, wenn ihr das in Schwarz embosst, das ist ja auch in dem Basic Set mit drin, dieses Schwarze. Herzlichen Glückwunsch, passt jetzt natürlich nicht zur Trauer, aber man könnte da auch eine aufrichtige Anteilnahme machen. Hier habe ich es, glaube ich, ein bisschen beglitzert, aber ansonsten ist es die gleiche Karte. Das war mein erster Entwurf, nur mit den Stanzteilen. Und hier ganz ohne Prägung im Hintergrund für diejenigen, die es sehr puristisch mögen. Das ist meine Kartenidee. Für heute. Und damit verabschiede ich mich von euch, wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und kreativ und bis ganz bald auf diesem Kanal. Macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss!